Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir aus Köln. Heute mal ohne Strafzettel, bis jetzt. Ich habe verpennt, eigentlich wollte ich mich heute mit jemandem treffen. Jemand, den ich von Instagram kenne. Eine junge Dame, die auch mit dem Motorrad unterwegs ist. Vor kurzem mit dem Motorrad über Norwegen und so gefahren ist. Und wir hatten uns um 12 Uhr verabredet. Und jetzt ist 13.07 Uhr. Und ich stehe hier immer noch. Oh Mann. Ich musste mich erstmal entschuldigen. Aber ich war gestern auf, ja, wie sagt man, einer Ich teste Bier in Köln Tour. In Köln muss man auf jeden Fall auch Bier probieren. Und da bin ich auf einen Laden gestoßen, der nennt sich Biermuseum. Und da war ich. Und das war keine gute Idee. Also, die haben da irgendwie gefühlt 1 Million verschiedene Biersorten und ja, jetzt habe ich heute komplett verpennt, bin jetzt vorhin zum Bäcker gelaufen, da vorne ist ein Bäcker und habe ein bisschen zwei Brötchen geholt und ein Schoki. Aber ist okay, also ich bin jetzt nicht verkatert oder so. Ja, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen verkatert oder kann man schon sagen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die junge Dame irgendwie gefilmt werden will oder so. Deswegen werde ich wahrscheinlich die Kamera nachher ausmachen. So, wo mache ich jetzt den 360? Den 360 No-Scope? Wunderbar, ich kann noch gar nicht richtig reden, ey. Hier machen wir den 360 No-Scope. Oder 180 No-Scope. Besser gesagt. Heute im Hotel gefragt, ob ich vielleicht verlängern kann. Weil ich irgendwie schon gerne noch so ein, zwei Tage länger bleiben würde. Ich meine, wir haben jetzt heute Mittwoch und ich habe ja gebucht bis Freitag. Das heißt, Freitag ist Abreise. Aber ich dachte, irgendwie wäre cool, Samstag oder Sonntag zu bleiben noch, bis Samstag oder Sonntag. Boah, diese Kranhäuser. Einfach krass. Ja, aber jetzt kurzfristig zum Wochenende buchen oder verlängern ist nicht so einfach. Außer jetzt hier eine Superior Suite, die wo irgendwie um die 250 Euro pro Nacht kostet. Fühle ich jetzt irgendwie nicht. Ich fahre jetzt erstmal hin zum Treffpunkt und hoffe, dass sie noch da ist. Boah, Junge, da bin ich jetzt erschrocken, wie das geknallt hat. Okay, er fährt mal richtig asozial. Ich melde mich später. Na? Jo, Leute, wir haben uns jetzt getroffen. Es hat geklappt. Mann, hat mir voll leid getan, dass sie jetzt so lange gewartet hat. Aber man merkt, die Dame hat schon ordentlich Erfahrung. Sie fährt auch gleich rechts versetzt. Weil man ja, wenn man im Verband fährt, immer versetzt fährt, ne? Und Angststreifen hat sie so auch nicht auf dem Hinterrad. Also die legt sich auch gut in die Kurve. Da muss ich noch besser werden. Wir müssen jetzt aber nachher erstmal zur Tankstelle fahren. Susi hat Durst. Jo, Leute. Wir sind noch unterwegs. Ich habe jetzt getankt und ja, die Strecke beginnt jetzt quasi. Die schöne Strecke. Ja, jetzt fährt sie ihre Reifen warm. Ich brauche das gar nicht so arg. Lehne ich mich eh nicht. Ich muss wirklich sagen, ich finde das richtig cool, mit jemandem anderen zusammenfahren. Habe ich vorhin noch nie gemacht. Und dann auch noch mit jemand, der das gleiche Bike hat wie ich. Und auch noch eine Frau. Also auch ein Riesenrespekt, dass sie als Frau so eine große Tour gemacht hat. Ich weiß, es klingt irgendwie blöd, wenn man sagt, als Frau. Aber ist ja jetzt nicht so üblich, dass Frauen Motorrad fahren, auch wenn es immer mehr werden. Und dann aber alleine auch noch so eine große Tour nach Norwegen hoch. Respekt, wirklich. 50, aber nur bei Nässe.
Jetzt geht's los. Ich werde mich da selber rantasten. Ich werde mir voll davon. Ey, das kostet richtig Überwindung, die Kurven so, in die Kurven zu lehnen. So, das Vertrauen zwischen dir und dem Reifen, das ist ganz, ganz schwierig. Ich werde auch immer schön Platz lassen, dass ich eher da nicht ins Gehege komme. Ne? Dass sie da genug Platz hat. Vielleicht kann ich mir heute ein bisschen was abgucken. Also ich muss sagen, das ist wirklich jetzt die angenehmste Strecke, die ich bis jetzt gefahren bin, seitdem ich hier in Köln bin. Und oh, es fühlt sich oh, wie zu Hause an. Guckt mal, mit Kühen und Gras und Baum. Oh, geil, Mann. Ich fühle mich gleich wieder heimelig, heimisch. Auch nice, wenn man zusammen an der Ampel steht und die beiden V2-Motoren, die blubbern da so im Takt. Das ist so cool, wirklich, das ist richtige Musik. Ja, Ampeln, es ist halt echt so ein Ding hier. Ampeln. Aber wenn ich daran denke, wie ich gefahren bin, so ganz am Anfang, ich glaube, da habe ich mich schon etwas verbessert. Fühlt sich zumindest so an. Ah, oh, guck mal. Oh, ja, ja, ja. Aber es macht. Oh, es macht richtig Spaß, Alter. Ich fühle das richtig. Hier ist ja ein richtiger Wald, dass es hier in NRW sowas gibt. Ah, noch eine Tankstelle. Also tankstellenmäßig ist es hier aber gut ausgebaut, allgemein. Man hat eigentlich immer irgendwo eine Tankstelle. Man merkt so langsam, es geht in Richtung Herbst. Blätter fangen an zu fallen. Ja, die Motorradsaison neigt sich allmählich dem Ende zu. Ich kann mir jetzt noch gar nicht vorstellen, was ich im Winter machen soll eigentlich. Also hier ist schön, hier gefällt es mir. Ein bisschen wie zu Hause. Nur ein bisschen weniger Wald. Aber so von der Landschaft her schön. Also ich weiß nicht, irgendwie das ist schon so mehr meins. Natur, Land, Großstadt schön und faszinierend. Und ich hoffe, dass ich vielleicht noch ein, zwei Tage verlängern kann. Aber dauerhaft mitten im Zentrum leben, könnte ich nicht. Ich würde depressiv werden. Hier ist es wieder was anderes. Also wenn du ein bisschen außerhalb wohnst von Köln, wie man sieht, gibt es auch Landschaft und so. Da ist es okay. Du bist nah bei Köln, aber wenn du Bock hast,
ein bisschen Natur zu erleben. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh, das hat Spaß gemacht, Alter. Geil, Mann. Oh, das fühle ich, ey. Mann, das tut mir immer noch leid, dass ich sie habe über eine Stunde warten lassen. Deswegen habe ich auch keine Freunde, weil ich einfach nicht zuverlässig bin, wenn man sich verabredet. Das ist echt ein Problem bei mir. Schaut mal da links. Also hier ist schön. Ich muss mal fragen, wie das genau heißt, wo wir hier gerade fahren. Also das sind auch richtig angenehme Kurven. Nicht zu krasse Kurven oder so. Aber du kannst hier schon richtig, richtig gut in Schräglage und Tempo gehen. Mann, ich hoffe, mein Akku hält noch eine Weile. Spaß. Das macht richtig Spaß. Yo, einfach Wald. Ein süßer kleiner Wald. Oh, das ist cool, so eine Strecke durch den Wald. Das liebe ich. So Motorradstrecken, die durch den Wald führen. Das ist nice. Da hast du aber halt auch, denke ich mal, immer die Gefahr, dass irgendwas auf der Straße liegt. Dreck, Steine, so wisst ihr, weil halt auch links und rechts überall der Wald ist. Oh. Ho. Es ist halt echt krass, wenn du denkst, du kriegst die Kurve nicht, du musst dich mehr reinlehnen. Dann schaffst du es. Aber das ist in dem Moment so, man merkt, oh, die Kurve wird zu steil, die Kurve wird zu eng, anstatt dass ich dann einfach mich mehr reinlehne, gehe ich vom Gas oder bremse ab und dann stellt sich ja das Motorrad auf und dann kriegst du die Kurve noch weniger. Ah, das war jetzt aber eng. Also ja, du kannst, wenn du in der Kurve bremst, gegen dieses Aufstellen arbeiten. Weil du merkst, wenn du bremst in der Kurve, will sich das Motorrad wieder ein bisschen aufstellen. Da kannst du ein bisschen dagegen drücken, das geht. Ist aber nicht so leicht. Boah, das ist mir zu steil, Alter. Oh. Jo. Oh Mann, ich hab so Spaß. Bruder, Mann, ich stehe einfach nur auf der Straße. Aber so ist es hier bei Köln irgendwie eher selten, dass die Leute die ganze Straße voll stehen. Also bei uns ist das ja Normalität überall, dass die Autos einfach so auf der Straße parken. Hier tatsächlich selten. Also jetzt auch das erste Mal, dass ich das hier sehe. Wisst ihr, dass Autos einfach so am Straßenrand stehen und parken.
Einblatt. Ah. Na, 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 na. Genial! Richtig geil! Da ist dann ein paar schnelle Kurven. Ja! Gut, kann sein, dass ich dann irgendwann weg bin. Ja, genau. Quasi ab dem ersten Teil, den wir oben hatten, da beginnt die Tour, die Rundtour quasi. Aha. Ah, das sind schon geile Kurven, jetzt schon. Also, ich meine, da war der Kurs, wo man quasi die Rundtour dann beendet irgendwann. Aha, cool. Ja, genau. Oh, la, 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 la. Ich mach lieber wieder mein Visier zu. Gerade eben schon ein Blatt in die Fresse bekommen. Ein Blatt. Oh Gott. You kidding me? Nur mal gucken, dass ich mich nicht zu sehr blamiere, aber ich habe auch keine Lust im Straßengraben zu landen. Ich werde mich rantasten. Ich taste mich ran. Ich hoffe, mein Akku hält noch eine Weile. Mann, ich hätte mehr Akkus mitnehmen sollen. Aber das ist auch eine wunderschöne Allee hier. Rechts die Bäume, links die Bäume. Der Herbst allgemein hat was ganz Eigenes so. Herbst, ich weiß nicht, ist ja auch für viele so eine depressive Zeit, so alles stirbt, der Sommer endet. Aber es ist auch so schön eigentlich. Schaut mal, mit den ganzen Blättern und so. Es ist schön. Der Herbst hat auch was Schönes. Man darf es nicht nur so negativ sehen, sag ich mal. Also klar, man kann die Gegend jetzt nicht mit dem Schwarzwald vergleichen, keine Frage. Es ist anders einfach. Ist aber auch schön. Hier rechts die Wiese und hier die Straße dran vorbei. Alter, in der Kurve macht sie sogar Aufwärmungen. Aufwärmungen? Genau, Aufwärmungen. Ach, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Aufwärmungen. Bruder, was ist das für ein Wort? Aufwärmungen. Aber endlich ist der LKW weg, Mann. Oh, rechts der Bach. Muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr gucke. Oh Gott. Das kann ich auch. Oh, die Luft hier ist auch anders wieder. Schön. Da kommt meine Schnuffelnase wieder zum Einsatz. Schnuffelnitum. Ich hab so eine an der Klatsche, ey. Es ist auch, Leute, echt anstrengend, ich zu sein. Also mit mir selber klarzukommen, ist manchmal nicht so einfach. Ich hätte Musik anmachen sollen. Na,
Jetzt habe ich es geschafft. Ein kleiner Pferdebauernhof. Pferdebauernhof? Pferde finde ich auch toll. So eine Spaßkurve wieder. Also diese Haarnadelkurven sind schon übel. Die ging jetzt noch, ne? Aber da gibt es ja so Haarnadelkurven, die sind ja, da willst du am liebsten absteigen und um die Kurve rumschieben. €1,90. So Leute, ich bin wieder auf dem Weg zurück zum Hotel, nachdem ich ihren Akku jetzt auch noch leer gezuzelt habe. Ich habe nämlich auch nur noch diesen hier und der ist auch jetzt dann gleich leer. 32 Kilometer fahre ich jetzt, muss jetzt halt wieder ins Zentrum rein. Zwischendurch hat es mal geregnet kurz, aber jetzt ist es wieder stabil. Ich werde jetzt im Hotel schnell Akkus tauschen, Akkus mitnehmen und ja, was soll ich sagen, hat super viel Spaß gemacht. Es ist einfach cool, wenn man zusammen auch ein bisschen fahren kann. Es ist halt nochmal was anderes, wie wenn du alleine fährst. So, schade, dass sie jetzt halt kein Intercom hat, mit dem man quatschen kann, aber trotzdem, das hat Spaß gemacht, war eine schöne Strecke, habe ich jetzt auch genossen. Es ist halt auch irgendwie, also wie ich finde, man sagt ja immer, ja, wenn man in einer Gruppe fährt, lass immer die Anfänger vorausfahren. Ich finde aber, ich sehe das anders. Ich sehe das eigentlich ganz gut. Man muss halt natürlich, klar, die anderen Mitfahrer müssen halt ein bisschen sich an die Anfänger anpassen und denen nicht halt komplett davonfahren. Aber das hat sie, wie ich finde, sehr gut gemacht. Sie hat auch zwischendurch langsam gemacht, dass ich hinterherkomme. Und so, und ich mich jetzt nicht gedrängt fühle, hier über meine persönlichen Grenzen hinaus zu fahren, um da jetzt irgendwas zu beweisen oder zu beeindrucken oder so. Das muss ich sagen, hat sie sehr gut gemacht. Und so beim Hinterherfahren konnte ich mir halt wirklich auch ein bisschen was von ihr abgucken, so wie sie in die Kurven reinfährt und so weiter. Das ist halt, wenn du vorausfährst, du siehst das halt nicht. Es ist dann trotzdem im Prinzip wie alleine fahren. Und wenn du jemandem hinterherfahren kannst, ich finde das eine Bereicherung, auf jeden Fall. Ich finde das eine Bereicherung. Ich denke, wenn ich von Köln wieder nach Hause komme, dann werde ich auf jeden Fall ein besserer Motorradfahrer sein als vor meiner Tour. Ja. Ansonsten, ich verabschiede mich erstmal mit diesem Video von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall mega gefallen. Und ich werde jetzt ins Hotel gehen, Akkus tauschen und vielleicht klappt es, dass ich mich gleich mit dem Busy Best treffe. Mal schauen. Also bis zum nächsten Video. Haut rein und nicht vergessen, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt was Nettes in die Kommentare. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Mit V.